Hallo Elektronikfreunde, in diesem Video geht es mal wieder um eine Uhr, also eine Digitaluhr. Im Prinzip also eher so ein langweiliges Thema, weil sowas kennt ja jeder, hat sicherlich auch jeder schon mal irgendwie gebaut. Ich habe hier so eine Uhr, die hing in einem Raum an der Decke und die funktioniert auch tadellos. Die ist hier relativ groß, also wenn ich jetzt mit dem Zollstock hier mal rangehe, sind 12 cm hoch und ich glaube ungefähr knapp 40 oder so, ja, 39 lang. Das Problem an der ganzen Geschichte ist bei dieser Uhr, dass sie, wenn es sehr hell in dem Raum ist, dass man die Anzeigen kaum sieht. Die sind eigentlich zu dunkel. Und jetzt habe ich hin und her überlegt, ob man andere Anzeigen nimmt. Also hier diese 7-Segment-Displays, dass man da irgendwelche anderen nimmt. Ich habe aber jetzt schon bei der Uhr schon die helle Variante genommen. Es gibt da mehrere von Kingbright in dem Fall. Trotzdem ist es zu dunkel und jetzt habe ich mir überlegt, was man machen kann. Und die einzige Lösung wäre also, diese Anzeigen irgendwie selber aufzubauen mit Leuchtdioden. Und da will ich dann mal kurz zeigen, wie ich das gemacht habe. Ich habe dazu einfach mal ja, ein bisschen überlegt und habe auch was in einer CAD-Software, in Eagle in dem Fall mal einfach ja, gezeichnet. Das habe ich hier schon mal zu liegen. Sieht jetzt etwas größer aus. Die ist auch größer sozusagen. Man sieht, ich habe jetzt hier, sieht man das ganz gut, ja, also hier sozusagen im Maßstab 1 zu 1 mal so eine Anzeige, wie sie aussehen könnte. Man sieht also jetzt hier die Ziffern und dann den Doppelpunkt. Und das Problem hier wiederum ist, das ist also extrem groß. Also wenn ich jetzt eine Platine draus machen würde, die wäre exorbitant groß und auch unflexibel, sodass ich auf die Idee kam, diese Segmente einzeln zu bauen und in der Mitte mit dem Doppelpunkt dann dort die Uhrenelektronik verstaue. So habe ich dann die Möglichkeit, die Segmente auch mal einzeln zu verwenden für irgendwas anderes. Und ich habe dann hier in der Mitte, wie gesagt, den Doppelpunkt, wo die Uhrenelektronik an sich drin ist. Und ich habe jetzt auch schon mal ein paar Leiterplatten dazu bestellt. Mal kurz zeigen hier. Also das ist eine Anzeige jetzt. Und man sieht jetzt hier auf der linken Seite diese Stiftleisten und hier die Buchsenleisten. Und ich kann jetzt also ein zweites Segment nehmen und die dann so zusammenstecken. Und ich habe natürlich auch schon den Doppelpunkt sozusagen mit der Uhrenelektronik hier. Und den kann ich also hier ran stecken, sodass ich so ein Stecksystem nachher habe, was ich zusammenstecke und ja, bin da ziemlich flexibel. Hier ist natürlich jetzt die Sache, dass man auch die Anzeigen löten muss, also die Leuchtdioden, die da raufkommen müssen. Und ja, dann habe ich natürlich mir eine Tüte Leuchtdioden hier gekauft, 500 Stück. Und als erstes werde ich also jetzt erstmal hier die Leuchtdioden hier auf diese Anzeigenplatinen auflöten. Das dauert natürlich eine Weile, muss auch sehr gut gemacht werden und ich werde es so machen, dass ich hier die Leuchtdioden auf der Platine aufliegen lasse. Das heißt also nicht mit dem Abstand irgendwie, sondern ich werde die sozusagen auf die Platine auflegen, dann verlöten, damit da nichts irgendwie schief ist oder so. Das soll ja dann nachher auch gut aussehen. Die Anzeigen wieder, wie man sieht, sind gerade. Also bei der anderen Uhr, bei die jetzt schon vorhanden waren, da sind die ist hier etwas schräg. Nicht? Die Anzeigen sind hier etwas schräg. Man könnte es natürlich auch jetzt schräg machen hier, das wäre aber nochmal sehr viel mehr Arbeit. Ich habe sie gerade gemacht und wenn man jetzt hier so den Ausdruck hier mal sieht, das hier nochmal hochhalten, dann denke ich mal, sieht es eigentlich ganz okay aus. Gut, also jetzt werde ich erstmal die Leuchtdioden hier auf die Platine bringen. Ich habe ja bei dieser Leiterplatte hier schon diese Stift- und Buchsenleisten angelötet. Und ich werde jetzt mal zeigen, wie ich das mit den Leuchtdioden mache. Ich werde einfach mal hier so eine Reihe nehmen, die bestücken. Und der Bestückungsdruck ist ja drauf. Das heißt, die flache Seite ist ja mal Minus, also kürzeres Bein hier in dem Fall bei den LEDs. Und ich werde hier erstmal alle reinstecken, alle LEDs hier in dieser Reihe.
So, alle LEDs sind jetzt hier drin. Und was ich jetzt mache, ich werde einfach eine zweite Leiterplatte mal hier rauflegen und dann einfach umdrehen. Also man sieht mal hier die Beinchen, nicht? Und jetzt geht es ans Löten. Und zwar mache ich das so, dass ich zunächst ein Beinchen anlöte. Also ich werde also die Beinchen auch nicht umbiegen oder so, sondern ich löte mal nur ein Beinchen an. Dann richte ich aus, dann schneide ich ab und dann löte ich das andere Beinchen an und nochmal das erste Beinchen, dass nachher dann wirklich alles gerade ist und auch alles gut gelötet ist. So, ich fange einfach mal an, obwohl ich das in keinster Weise mag, mit der Kamera zu löten, weil ich mich hier völlig verbiegen muss. Wichtig bei so einer Aktion ist eine sehr kurze Lötzeit, also 2-3 Sekunden höchstens, denn gerade Leuchtdioden sind sehr empfindlich gegen Hitze. Also wenn man da länger dran brät, dann kann es durchaus sein, dass die dann eben auch kaputt gehen. Ich drehe das jetzt mal hier, weil es für mich einfach besser ist, hier zu löten. Wichtig ist, dass der Lötkolben auch in guten Zustand ist, also dass er immer wieder sauber gemacht wird. Und ich löte jetzt erstmal die eckigen Pads an, also die quadratischen Pads. Man sieht, die Leuchtdioden flackern so ein bisschen hin und her noch oder sind dann vielleicht auch schief, das macht aber nichts, weil danach werde ich die erstmal nochmal, wie gesagt, ein bisschen ausrichten und am Ende dann das zweite Beinchen anlöten. So, also man sieht, das ist so der erste Schritt. Leuchtdioden sind drin und die sind natürlich jetzt alle irgendwie schief drin, wie man jetzt hier schon sehen kann. Und wenn ich jetzt auch hier so mal mir angucke, ist natürlich alles schief. Deswegen geht es jetzt ans Ausrichten und da macht man das einfach so. Ich drücke hier ein bisschen mit dem Daumen dagegen, mache die Lötstelle nochmal heiß, sodass die Leuchtdiode dann richtig aufliegt. Das, was ich ja vorhin schon gesagt hatte. So, das geht eigentlich ganz gut. Bei so einer Aktion mit den Leuchtdioden, also speziell bei so einer Aktion, ist es wirklich empfehlenswert, die Beinchen nicht umzubiegen. Denn wenn eine Leuchtdiode falsch herum drin ist und ein Beinchen ist so umgebogen oder teilweise umgebogen, kriegt man es kaum noch raus. Also das ist, zeigt die Erfahrung einfach, Beinchen nicht umbiegen und einfach so lassen, wie es ist. Muss man mal wieder gucken, manche sind schon ganz gut drin von der Position her. Und so geht das eigentlich ganz gut. Jetzt hier die letzte. Okay, wie gesagt, ist jetzt erstmal nur ein Bein angelötet. Aber ich drehe jetzt mal nochmal hier um. Also so sieht es jetzt von oben aus. Da sieht man erstmal vielleicht nicht so viel, aber hier sieht man auf jeden Fall, das ist jetzt eine Reihe. Und das ist relativ, also eigentlich ziemlich gerade. Besser geht es eigentlich gar nicht. Und als nächstes werde ich die Beinchen abschneiden und immer darauf achten, hier noch einen Finger drauf zu halten, damit die Beinchen nicht irgendwo durch die Gegend rumfliegen. Das kann sehr unangenehm sein, wenn man so ein Ding ins Auge kriegt und hier wie gewohnt da ungefähr 2 mm stehen lassen von den Beinen. Und dann sind die erstmal soweit abgeschnitten. Magnetisch sind sie hier auch noch. So, so sieht es jetzt aus. Auch ein bisschen krumm hier, der eine könnte noch ein bisschen kürzer sein, aber das ist jetzt eigentlich nicht so tragisch. Also nicht zu kurz abschneiden natürlich, auch nicht zu lang lassen. So, und jetzt werde ich die Pins anlöten, die eben noch nicht angelötet sind. Gleiches Verfahren, Lötkolben säubern und dann einfach hier kurz rangehen. Der will hier nicht so, wie ich will. Da muss ich nochmal was ändern hier. Moment. So, ich probiere es hier einfach mal so von schräg oben. Das geht etwas besser, obwohl ich kaum was sehe hier. Ich
muss mich also hier über die Kamera strecken. Aber so geht das ganz gut. Ich denke mal, man sieht es im Bild, ja. Sollte eigentlich zu sehen sein. Jetzt muss ich mal von der anderen Seite hier durch. Oh, Kamera verschoben. So. Im Anschluss daran sollte man durchaus noch mal alle Beinchen kurz mal heiß machen, speziell die, die vorher schon abgeschnitten worden sind. Also nach dem Löten einfach mal kurz heiß machen, dass das Lot sozusagen da gut geflossen ist. Und als nächstes werde ich mal einen kurzen Funktionstest machen. Das heißt, ich drehe mal hier das um und werde mal ein bisschen rauszoomen hier. Es sind ja hier verschiedene Anschlüsse da und wir haben hier auf der einen Seite die Anoden oder die Anode eigentlich, es ist eine gemeinsame Anode, dieses Display, und wir haben hier A bis G und den Dezimalpunkt als Kathode. Das heißt, ich werde jetzt mal ein Netzteil hier anschließen, also hier die Anode, und dann hier mal auf A gehen und dann mal die Spannung hochdrehen, und dann sieht man, wie hell das Ganze dann erstmal ist. So, ich habe jetzt zum einen hier das Multimeter dran, direkt an dem Display, und es ist jetzt wichtig zu wissen, wie die Leuchtdioden dort verschaltet sind. Es sind 5 parallele Stränge, wobei 3 LEDs in Reihe sind. Und bei blauen Leuchtdioden haben wir ungefähr eine Spannung von 3 Volt, macht also 9 Volt, die man ungefähr braucht, damit das dann leuchtet. Und man sieht, ich habe jetzt gerade das Netzteil mehr oder weniger aus. Ich drehe jetzt mal die Spannung hoch. Und dann wird man sehen, dass die Leuchtdioden dann irgendwann leuchten, so ab 8, 9 Volt irgendwann. Ich drehe mal hoch, Moment. So, jetzt haben wir 7,5 Volt und jetzt haben wir 8 Volt. Und man sieht schon, das ist ziemlich hell. Und als nächstes werde ich den Strom mal messen, der jetzt fließt. Weil danach richtet sich nachher der Vorwiderstand für die Leuchtdiodengruppen sozusagen hier auf der Platine von der Uhr. So, ich habe jetzt die Spannung mal ein bisschen höher gedreht, also 8,5 Volt. Da ist es schon ziemlich hell, man kann also praktisch gar nicht mehr reingucken. Und jetzt werde ich das Multimeter mal umklemmen und den Strom messen, der da jetzt fließt. Ich habe jetzt das Multimeter mal umgesteckt und man sieht, es fließt hier ein Strom von 30 mA rund. Das ist also ganz gut soweit, und so kann ich dann den Vorwiderstand hier für die Treiberbausteine, also für die LEDs nachher dann ausrechnen. Was ich jetzt natürlich erstmal machen werde, ich werde mal alle Platinen hier bestücken, alle 4 mit den Leuchtdioden, und dann gleich nochmal zeigen, wie das dann am Ende so aussieht. Wie man sieht, habe ich jetzt alle Leuchtdioden hier aufgelötet und habe auch nochmal kontrolliert, jedes einzelne Segment sozusagen, dass die Leuchtdioden hier gut aufliegen und auch gerade sind. Das haut also ganz gut hin. Jetzt will ich das so ein bisschen testen und habe die hier mal zusammengesteckt. Ich habe ja hier auf der einen Seite die Segmente A bis G und den Dezimalpunkt, und auf der anderen Seite habe ich hier die Pins für die Anoden. Und wichtig ist jetzt dabei zu sehen, ich werde mal hier eins mal zeigen. Ich habe hier oben so eine Pinleiste sozusagen, so ein, um dort zu brücken. Und ich brücke immer die Anode, die jetzt hier ist, auf einen bestimmten Pin. Und ich muss natürlich das in Abhängigkeit machen bei der Uhr jetzt, je nachdem, was angezeigt werden soll. Hier Minute und Stunde und so weiter. Und wenn man jetzt hier nochmal guckt, ich habe also hier, kann ich auf der Rückseite hier mal zeigen, sozusagen die dritte Reihe von oben hier überbrückt. Das ist also bei diesem Segment, und bei diesem ist es dann zum Beispiel hier die zweite Reihe, sodass ich dann unterschiedlich die Anoden ansteuern kann über den Mikrocontroller. Ich stecke das jetzt hier zusammen und werde dann die einzelnen Segmente nochmal testen. Hier auch nochmal so. Und zwar habe ich hier wieder meine Spannungsversorgung.
diese 8,5 Volt und ich gehe jetzt hier oben links mal hier an die erste Anode und hier gehe ich jetzt auf A und man sieht also hier ist jetzt sozusagen A von den Minuten, von den Einern, einer Stelle sozusagen, dann haben wir B, C, D und so weiter, funktioniert, dann gehe ich auf die nächsten und so kann ich also genau testen, dass alle Pins, alle Anschlüsse korrekt sind, dass alle Leuchtdioden leuchten jeweils und ja, mehr ist jetzt eigentlich hier nicht zu sagen, also ich gehe das wie gesagt durch und damit scheint erstmal alles soweit okay zu sein und jetzt geht es daran, das Uhrenmodul zu bestücken. Die Schaltung der Uhr, die wird ja hier dazwischen gesteckt, das heißt die beiden werden schon mal auseinandergenommen, da kommt dann ja, die Schaltung dazwischen. Das ist ja hier dieses Board. Man sieht hier auch die Buchsen- und Stiftleisten wiederum und hier den Doppelpunkt. Die Leuchtdioden werde ich also dann am Ende bestücken. Denn auf der Rückseite befindet sich jetzt die Schaltung. Das heißt, ich werde jetzt hier die SMD-Bauteile auflöten und werde auch mal kurz zeigen, wie ich das mache. Zum Bestücken habe ich jetzt hier den Bestückungsplan hier mal ausgedruckt und ich werde von innen nach außen gehen, das heißt ich fange jetzt hier in der Mitte an mit dem Mikrocontroller, dann die anderen ICs und dann die kleineren Bauteile und ich will das einfach mal zeigen, wie ich das hier mache. Ich fange also wie gesagt hier mit dem Mikrocontroller an, das ist eine Atmega 32 und da zoome ich jetzt auch mal rein. So, ich hoffe das reicht, ich kann noch mal ein bisschen näher ran. Und ja, wie geht man da vor? Erstmal muss man natürlich wissen, in welche Richtung der jetzt liegen muss, von der Kennung her. Und zwar, wenn ich jetzt in den Bestückungsdruck gucke, muss Pin 1 sozusagen hier auf der Seite liegen, hier. Und jetzt nehme ich eine Pinzette und werde mit dem Lötkolben ohne Lötzinn erstmal hier den an einem Pin fixieren und dann gegenüberliegend einen anderen Pin nochmal fixieren, dass das Ding wirklich genau hier in der Mitte liegt von den Pads und dann anlöten. Da ja hier die Leiterplatte bereits verzinnt ist, werde ich also erstmal das ohne Zinnen überhaupt hier durchführen, diese Justierung. Das heißt, ich werde hier einfach mal den SMD-Lötkolben nehmen, hier mal das IC einigermaßen ausrichten und dann einfach mal hier rangehen. Und ein bisschen sollte eigentlich Zinn immer fließen, zumindest so viel, dass es ausreicht, das erstmal zu fixieren. Also hier an dieser Stelle ist es bereits fixiert und jetzt richte ich das hier noch ein bisschen aus und werde erstmal die Leiterplatte umdrehen, damit ich das also an dieser Seite rankomme, dass dann für mich besser zu löten ist. So, die Leiterplatte ist umgedreht und jetzt kann ich das hier auf der anderen Seite kurz fixieren. Also ein bisschen ausrichten muss ich es hier so. Und damit ist es erstmal etwas fixiert, also genau in der Mitte. Und jetzt kann man die Pins anlöten. Dadurch, dass es schon verzinnt ist, braucht man sehr, sehr wenig Lot. Und deswegen habe ich jetzt hier Lot, sieht man kaum, mit einem Durchmesser von 0,23 hier in dem Fall. Also sehr dünnes Lot und natürlich eine SMD-Lötspitze. Und man braucht dann wirklich nur ganz wenig Lot, um hier das IC Stück für Stück anzulöten. So, ich habe jetzt hier an der Seite, das sieht man an der gelblichen Farbe eventuell so ein bisschen, auch nochmal Löthonig raufgetan, sodass ich hier jetzt vorsichtig mal probieren kann, das Lot drauf zu bringen und man sieht, es fließt eigentlich schon ganz gut. Also man braucht wirklich nicht viel, man geht nur kurz mit dem Lötkolben ran. Ich hoffe, dass man es sieht soweit. Also das Lot fließt dann eigentlich schon von alleine, wenn man da nur den Lötkolben kurz ranhält. Und
dann ist es erstmal soweit okay. Es gibt hier eine Stelle, da muss ich gleich nochmal gucken. Da ist eventuell eine Brücke. Das muss ich nochmal checken. Aber so kann man es machen und jetzt kommen natürlich die anderen Seiten dann auch da ran. Hier sieht man jetzt, die vier Seiten von dem Controller sind angelötet. Ist ein bisschen friemlich natürlich und dieses Löthonig, das verwende ich immer wieder mal. Das macht sich eigentlich ganz gut. Ich zeige mal hier die Tube. Also das sorgt dafür, dass es ein bisschen besser fließt, das Lot, gerade bei solchen kleineren Lötstellen. Und ja, jetzt werde ich natürlich alle anderen Bauteile anlöten und dann die Software raufspielen und mal gucken, ob das Ganze dann irgendwie funktioniert. So sieht jetzt hier die Leiterplatte aus. Ich habe also alle SMD-Bauteile soweit bestückt. Ich habe hier auch dieses Modul bestückt, also das Uhrenmodul hier. Und ja, hier sieht man die Treiberbausteine für die Anzeigen, den Controller mit dem Quarz. Hier ist diese ISP-Schnittstelle, um den nachher zu flashen. Reset-Taster, hier noch ein Anschluss für die Antenne, also DCF-77-Antenne. Hier nochmal ein Treiberbaustein, hier ist der FT232-Controller, USB-Schnittstelle und hier oben ist nochmal ein Spannungsregler. Also das ist alles drauf, hier ist Spannungsanschluss. Was hier noch fehlt, ist die USB-Buchse, die brauche ich im Moment nicht. Die lasse ich weg und eine Sicherung ist hier noch drauf. Das ist also diese eine Seite und auf der anderen Seite ist es so, dass hier dieser Doppelpunkt zu sehen ist mit den Leuchtdioden. Natürlich hier die Stift- und Buchsenleisten und hier nochmal der Infrarot-Empfänger, um ein paar Sachen per Fernbedienung an dieser Uhr einzustellen. Ich werde jetzt erstmal die Software flashen und dann das Ganze mal zusammenstecken und gucken, was da passiert und ob das alles irgendwie so funktioniert. Alle Leiterplatten sind jetzt hier zusammen gelötet jeweils und jetzt muss ich natürlich darauf achten, dass ich die Displays in der richtigen Reihenfolge hier zusammenstecke. Denn ich hatte hier vorhin gesagt, dort ist hier mal die Brücke oben drin, um welche Stelle es sich handelt. Und hier ist auch keine Buchsenleiste drin, das heißt, es ist ganz rechts Display. Auf der anderen Seite habe ich hier dieses Display, was hier auf dieser Seite keine Stiftleiste hat. Also ist das ganz linke Display, das muss also so kommen. Und hier dazwischen kommen natürlich dann die anderen beiden. Und da ist es so, dieses Display, da ist diese Überbrückung an der zweiten Stelle. Das ist also hier das zweite von rechts. Dann kommt die Uhrenelektronik. Das muss ich hier so zusammenstecken. Dann kommt hier das nächste Display. Gut, das war falsch. Beziehungsweise das klemmte etwas. Und jetzt kommt hier das ganz linke Display ran. So. So sieht es jetzt also aus. Man muss nur nach hinten schieben, noch die Kamera nach oben bewegen. So sieht es also jetzt aus. Sieht schon mal ganz gut aus. Software ist drauf. Und was ich jetzt machen werde, ich werde einfach hier Spannung mal anlegen. 12 Volt in dem Fall. Ich werde mal langsam hochdrehen, um zu gucken, was passiert. Und dann sehe ich, ob das dann alles in Ordnung ist. So, dazu muss ich ein bisschen umkippen. Spannungsversorgung hier. Sieht man das? Ja, so, jetzt drehe ich mal das Netzteil hoch, die Spannung. So, ich drehe mal hoch. Und siehe da, zeigt jetzt die Versionsnummer und er zeigt auch jetzt schon die Uhrzeit an. Und wie man sieht, funktioniert's. Er müsste gleich umstellen noch auf das Datum. Beziehungsweise, ja, auf das Datum und dann Uhrzeit hat er jetzt 20.46 Uhr. Und heute ist der 14.10. 14.08. müsste er anzeigen, genau. Und noch die Temperatur, die dieser Temperaturmesser dort misst. Also es funktioniert erstmal soweit. Und ja, dann kommt jetzt noch die Mechanik.
Das mache ich so ähnlich wie bei der anderen Uhr. Ich möchte es ganz kurz mal zeigen, wie ich es bei der anderen Uhr ja gemacht hatte. Da ist also hier diese Uhr und die hat einen Rahmen. Das heißt, ich habe hier unten eine Schiene, eine Aluschiene, dann mit einer Plexiglasscheibe und diese Uhr, ich muss mal kurz die Kamera nach unten drehen, so. Und diese Uhr, die wird hier praktisch reingesteckt. Und oben kommt jetzt auch nochmal so eine Aluschiene rauf und dann wird es hier rechts und links zusammengeschraubt. Und so ähnlich mache ich es auch bei der neuen Version. Vielleicht ist es ja schon jemandem aufgefallen, wie kann es also jetzt sein, dass ich hier einfach die Uhr angeschlossen habe und sie hat schon die Uhrzeit sofort und das Datum ist alles richtig. Ja, das liegt daran, dass ich einfach hier auf der Rückseite dieses Modul hier woanders ausgelötet habe, wo die Uhr bereits lief. Und ich habe auch diese Batterie nicht rausgenommen und deswegen hat sie sofort die Uhrzeit hier richtig übernommen und zeigt sie dann entsprechend an. Eine weitere Sache, die vielleicht jemandem aufgefallen ist oder auch nicht, weil man es eigentlich kaum sieht. Ich habe hier immer 15 Leuchtdioden pro Segment, also 8 und 7. Bei dem Segment G habe ich nur 14, da habe ich nämlich 2, 4, 6, also hier also 6 mal 2 sind 12, 14. Und die Frage ist, wo ist die 15. Leuchtdiode? Die ist auf der Rückseite und man sieht es hier, ab und zu leuchtet eben hier in dem Fall jetzt dort die Leuchtdiode, jetzt leuchtet sie da. Warum habe ich das gemacht? Man hätte ja auch einen anderen Vorwiderstand nehmen können. Ich habe das deshalb gemacht, damit ich eben keinen anderen Vorwiderstand nehme, sondern die Vorwiderstände hier für diese Treiberstufen, ich drehe es jetzt doch nochmal um, hier, dort, die sind alle gleich. Und das vereinfacht natürlich nachher später die Sache, wenn man jetzt das automatisch bestücken lässt, dann hat man eben nur einen Widerstand und nicht zwei verschiedene für die Anzeigen. Deswegen habe ich dort auf der Rückseite noch diese Leuchtdioden mit drin. Ja, das war es auch schon wieder. Gehäuse und so weiter mache ich jetzt noch, allerdings nicht in diesem Video. Ich wünsche trotzdem weiterhin viel Spaß und tschüss.